Andreas Wang, kurioser Wettkampf, ein bisschen unheimliche Wetterkapriolen, aber am Ende ein verdienter dritter Platz rausgesprungen. Ja, ich denke es. Also ich hatte sicher zweimal Glück, aber meine Sprünge werden von Mal zu Mal besser und heute konnte ich auch echt mal meine Leistung abrufen und deswegen bin ich echt froh, dass es jetzt endlich mal geklappt hat mit dem Podest und nicht nur im Sommer. Und von dem her baut sich es jetzt allmählich auf und ich komme immer besser in Schuss und das Selbstvertrauen kommt und ich denke, dass es jetzt hoffentlich auch so weitergeht. Bist du ein Skiflieger-Typ? Jetzt geht es zum Skifliegen nach Vigersund. Mir wurde immer vorgeworfen, ich kann überhaupt nicht Skifliegen, aber ich denke, letzten Winter habe ich es bewiesen, dass ich es auch kann und war öfters an den Top 10 dran und ich hoffe, dass ich da widerstehe, vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze weiter vorrutscht, dass ich mich dort etabliere unter den ersten 10 und ich denke, ich kann schon Skifliegen. Wir schauen uns nächstes Wochenende an. Viel Erfolg dann. Danke sehr. Danke, Andreas.